Regionale Geschwindigkeitsbeschränkungen. Hallo, heute übernehmen Sie den Zugdienst um 7:01 Uhr von Redditch nach Four Oaks, der aus einem 6-Wagen 323 besteht. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier von der Strecke Birmingham Cross City. Entschuldigung, ich musste kurz überlegen, wie die Strecke heißt. Wir rüsten erstmal auf. Und zwar fahren wir hier als kleine Neuvorstellung mit dieser neuen Lackierung von einer neuen Third Party, nämlich von Simtrack. Und das stelle ich vor allen Dingen deshalb vor, weil es für deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer durchaus interessant sein könnte, dass es diese neue Third Party gibt. Und warum, da werde ich gleich drauf eingehen. Erstmal schauen wir mal, dass wir losfahren. Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung. Ne, neutral. So, einmal zurückgesetzt. Vorwärtsstellung. Ups, Licht auf aus. Vorwärts. Türen rechts auf. Rechts. Ja. So. Können wir das noch irgendwie anmachen? Ja. Sehr gut. So, Licht müssen wir bestimmt auch noch anmachen. Fahrgastraumbeleuchtung an. Zusatz. Oh, regenerative Bremse. Ich überlege gerade, wo können wir das Licht einschalten? Vielleicht irgendwo hier. Hier. Zugschlussleuchte an. Zugspitzensignal. Ja, Tag ist, glaube ich, gut. Nee, dann müssen wir die Zugschlussleuchte ausschalten. Ja, so ist gut. So, dann Türen schließen. Sehr schön. Führerstandsheizung, jawohl. Drehen wir uns einmal hoch, es ist kalt. Und dann. Fahren wir los. Ich weiß nicht, warum ich nicht beschleunigen kann mit der Taste A. Scheibenwischer. Scheibenwischer hätte ich gerne. Scheibenwischer mit der Taste V. Warum geht das nicht? Komisch. Scheibenwischersteuerung. Langsam, schnell. Nee, machen wir langsam. So, übrigens auch für mich das allererste Mal, dass ich hier auf dieser Strecke unterwegs bin. Und ja, das ist ein Repaint und Szenario bzw. ein Gameplay Pack. Das Fahrzeug ist nicht neu. Und das ist aber eigentlich ganz interessant, weil der Anbieter dieses Repaints bzw. dieses Packs hier ist Simtrack. Und Simtrack ist eine neue Third Party. Ich muss mir mal ganz kurz die Nase schneuzen. Moment. So, sorry. Genau, jetzt kann ich wieder frei sprechen. Genau, also Simtrack ist halt ein neuer Anbieter, ein neuer Third-Party-Anbieter. Und das sind Leute, die hauptsächlich tatsächlich aus der Community sind. Also diejenigen von euch, die vielleicht eher so gerade in der englischsprachigen Community, im Trends und Community Discord und so weiter drin sind, die werden vielleicht die einen oder anderen Developer erkennen. Unter anderem ist auch mein guter Freund der Taskplace in gewisser Form da auch mit involviert. Und das ist jetzt hier deren erstes DLC. Oh, was ist denn da los? Das war jetzt gerade ein riesiger Ruckler. Das ist hier deren erstes DLC.
Und da ist aber mehr in Arbeit. Da ist jetzt, glaube ich, auch tatsächlich eine Lok, eine Dampflok oder sowas in Arbeit von denen, eine britische Dampflok. Das ist jetzt erstmal auch vielleicht irrelevant für diejenigen, die auch eher nur so deutschen Content spielen. Aber das Team besteht nicht nur aus Menschen, die aus UK sind, sondern das ist tatsächlich recht international, das Team. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann mal auch ein deutsches DLC kommt, ist nicht gering. Tatsächlich kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, und das klang so ein bisschen so, das, was Simtrack so bisher erzählt hat, klang das tatsächlich danach so, als sei das zumindest auf die Dauer gesehen, durchaus geplant, dass da auch mal ein deutsches DLC kommt. Was da genau kommen wird, I don't know. Also offiziell in Arbeit ist da jetzt noch nichts. Aber angedeutet wurde es, einfach weil das Team halt wirklich international ist und mitnichten nur halt eben UK-Content kommen wird. Deshalb dachte ich mir, wir werden das ganze Szenario nicht komplett zu Ende fahren, sondern nur so ein bisschen. So ein paar Minütchen fahren wir das mal zusammen. Und können das einfach mal genießen, weil es ist auch irgendwie ganz interessant, eigentlich mal so einen Elektrotriebzug in UK zu fahren. Das ist jetzt nicht unterschiedlich, nicht allzu unterschiedlich vom Gameplay her zu, ja, wenn wir jetzt eine S-Bahn fahren würden oder sowas. Das ist auch ehrlicherweise sehr ähnlich. So, wir halten an. Ah, nicht Notbremse. So, und Türen auf. Elva Church. So, wir dürfen mit 25 fahren. Können wir auch mit dem GSMR hier eigentlich irgendwas machen? Okay, genau, also Helligkeit ist bedienbar. Testing. Testing, okay. Cool. Testing. So, können wir noch was machen? Lautstärke reduzieren. Lautstärke erhöhen, gerne. Bestätigen. Stellwerk kontaktieren. Are you certain of your stopping pattern? Gehört da nicht ein Fragezeichen mit dran? Interessante Strecke übrigens. Ich bin die wirklich tatsächlich noch nie gefahren. Ich habe mir auch nie irgendwelche Videos dazu angeguckt, irgendwelche Previews oder sonst was. Ich finde die echt hübsch. Cool. Also ich wünsche dem Entwicklerstudio Simtrack wirklich das Beste. Ich hoffe, dass da
dass das vielleicht ein ganz guter Start für dich ist. Auch wenn es halt wirklich nur ein Repaint ist. Und ich glaube, zwei Szenarien oder drei, die damit dazukommen. Und man kann das Fahrzeug natürlich im Fahrplan einsetzen. Dementsprechend, also falls ihr dieses Entwicklerstudio in diesem Sinne unterstützen wollt, so ein kleines, ja, so ein von vornherein so ein kleines Dankeschön geben wollt oder halt eben, ne, wie gesagt, diese Third Party unterstützen wollt, könnt ihr überlegen, ob ihr dieses DLC kauft. Ich glaube, es kostet nur ungefähr 5 Euro Pi mal Daumen. Oh, wir müssen bremsen. Also sofern ihr halt auch selbst die Strecke besitzt, ne? Oh, ich glaube, das ist ein ganz hübscher Ort für einen Screenshot, weil wir da den ganzen Zug sehen können. Das machen wir jetzt auch mal. Also wie gesagt, wir fahren das ganze Szenario jetzt heute hier nicht zu Ende. Müssen wir auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, das mal ein bisschen vorzustellen und zu zeigen, was es halt so sonst noch so gibt auf dem Markt. Ja, sehr schön. Und wir können uns mal ein bisschen das Repaint angucken. Also es ist halt hier so ein Regional Railways Grün, Blau, Grau. Ich weiß nicht zu 100%, was es damit auf sich hat. Ich glaube, bevor hier West Midland Railway diese Lackierung hier in die Realität reingebracht hat, fuhren halt die Züge, glaube ich, in dieser Lackierung rum. Und dann wurde aber einer dieser Züge praktisch zurücklackiert. Der Nostalgie halber oder warum auch immer genau. Dementsprechend gibt es da einen Zug, nämlich 323, 221. Und der fährt halt eben in dieser Lackierung rum. Sehr schön, hier ist auch ein bisschen was los. Ein paar Autos, die hin und her fahren. So, auf dem Bahnsteig nicht ganz so viel los. Und wir halten an. Wir können auch mal raus. No access to Abgluster slow. Was ist das? Fahrdienstleiter kontaktieren. Interessant. Gibt es ja eigentlich Collectibles auf der Strecke? Bestimmt. Die gibt es ja immer. Aber ich sehe hier keine. Auch unangenehm, diese Dreierbestuhlung, oder? Also ich bin froh, dass es das in Deutschland nicht gibt. Also man schimpft ja gerne so auf deutsche Züge, ne? Ist ja Volkssport. Auf die Deutsche Bahn und so schimpfen. Aber immerhin gibt es keine Dreierbestuhlung, muss ich ehrlich zugeben. Finde ich sehr cool. So, auf geht's. Vollstoff. Vor dem nächsten Bahnhof gibt es eine Notfallgeschwindigkeitsbeschränkung. Achten Sie auf die Schilder an der Strecke, die Sie vor dieser Beschränkung warnen. Oh, wir sind zu schnell. 90.
40 für das Gleis links, aber Gleis links, aber ich glaube, da fahren wir nicht drauf. Nee. Achso, ich habe vergessen, AWS anzumachen. So, ich wollte AWS anmachen. 90 ist auch unsere V-Max. Max Speed, 19 Miles per Hour. Das sind, glaube ich, so. Was denn? 160 oder so? Ach, sehr gut. Jetzt kann ich wieder mit der Tastatur auch tatsächlich bremsen und so. Das ging irgendwie gerade eben nicht. Deshalb habe ich das die ganze Zeit jetzt mit der Maus gemacht. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir nicht ein haltzeigendes Signal vielleicht vor uns haben. Ups, ja, Notbremse wollte ich nicht haben. Gut, das ist halt die Sache, wenn man das erste Mal mit dem Zug fährt. Dann kommt man aus Versehen in die Notbremsstellung rein. Jedenfalls sehr viele Knöpfe, mit denen wir spielen können. Das gefällt mir immer sehr. Hanslet, Stored Away. Hallo. Witzig. Hier wird jetzt AWS wieder von uns bestätigt werden wollen. Gelten die 10 für uns? Ich glaube nicht, oder? Doch. Doch, doch, das müsste auch für uns gelten. Gelten die schon? Oder war das eine Vorankündigung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war eine Vorankündigung, oder? Deshalb beschleunige ich jetzt doch noch mal ein bisschen, um mal zu gucken. Aber auch nicht zu stark. Ah, ich glaube, das ist unser Signal. Schon wieder in die Notbremse reingegangen. Hervorragend. Das funktioniert ja sehr, sehr gut hier. Verzeiht mir meine mangelnde Fähigkeit zu fahren. Das ist ein bisschen schwierig, wenn es nur zwei Bremsstufen gibt und die dritte ist schon die Notbremse. Bin ich kein großer Fan von dieser Art. Es gibt aber vier Leistungsstufen. Fahren Sie bis zum Signal und warten Sie. Okay. Ah, Signal zeigt Fahrt. Ah, ab da vorne gelten dann die 10. Okay. Schön. Genau, ab hier gelten dann die 10.
Auch interessant. Das Signal, das hier drauf steht, soll das so? Wild. Warum fahren wir denn eigentlich so langsam? Hanslet darf das nicht sehen. Hanslet macht die Augen zu. Mit dem Bär im Führerstand. Der Bär im Führerstand. Das wäre auch ein guter Folgentitel. Ups. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist aufgehoben. Sie wurde verursacht durch fehlerhafte Weichen. Okay. Wir müssen da immer noch ich finde, ein Foto machen von Hanslet. Hier vorne. Der ist doch viel zu süß. Irgendwie so. Das ist doch ein gutes Thumbnail. Das gefällt mir. Mal ein bisschen was anderes als sonst. Ja, aber ich würde sagen, das war's für heute. Ich habe gesagt, wir fahren das ganze Szenario nicht, sondern das war jetzt einfach mal nur so, um das DLC ein bisschen vorzustellen, um zu erklären, was das eigentlich genau hier ist und von wem das ist und warum das eben vielleicht doch interessant sein könnte für uns aus Deutschland. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. War ein bisschen chaotischer als sonst. Also nicht, dass es nicht sonst auch chaotisch ist, aber heute war es mal noch ein bisschen chaotischer. Aber seht es mir nach, ich bin nicht aus UK und ich fahre auch sehr selten Züge aus UK. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, ciao.